Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn es gibt eine Limited Edition von der Glossy Box und die bekommen wir ab Freitag, ab dem 16. Juli müsste das sein, zu kaufen im Glossy Box Online Shop. Und ich habe sie schon mal hier, um sie euch anzuteasern. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin ja ein Glossybox-Abonnent zum einen und zum anderen habe ich auch eine Kooperation mittlerweile mit Glossybox. Vielen, 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 vielen Dank, liebes Glossybox-Team. Ich bin natürlich noch nicht in den Genuss gekommen, mir eine Summerbag noch zu bestellen. Deswegen werde ich wahrscheinlich aus dieser Box einfach ein paar Produkte verlosen und dann die Box noch ein bisschen auffüllen mit ein paar Produkten. Und genau, das ist die Verlosung, die es in diesem Video gibt. Alles, was du dafür tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ich war eben mit Sammy spazieren, deswegen könnte es sein, dass mir noch irgendwelche Tiere in den Haaren drin rumkrabbeln. Also ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie so an. Ich habe uns aber ein bisschen Romantik gemacht. Man sieht die Kerze nicht, aber es ist eine Kerze am Brennen. Mensch! Stelle ich mich mal hier so hin. Ne? Genau. Ja, Romantik im Sommer läuft bei mir. Also, und zwar gibt es etwas zu feiern. Die Glossybox hat diesen Monat Geburtstag im Juli und deswegen haut die so das ein oder andere raus. Und ja, die Juli-Box war ja schon richtig geil und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, nochmal eine Limited Edition Box zu bekommen. Und ja, hier haben wir dann das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Glossybox Limited Edition Summer Beauty Bag. Tadam, eine wunderschöne Frau mit einem mega coolen Diadem im Haar. Also die sieht total Boho-Style-mäßig lässig aus, gefällt mir richtig gut. Wir haben hier keine große Einführung, sondern direkt die Produkte drin abgebildet. Und deswegen quatsche ich gar nicht lange rum. Wir haben hier zuallererst außenrum zu eine Tasche. Und diese Tasche hat nicht nur von dieser Seite ein Guckloch, sondern auch von dieser Seite. Ziemlich cool, also die kann man bestimmt auch mitnehmen, so im Handgepäck, dass man da die flüssigen Produkte auch reinpackt. Finde ich extrem praktisch. Und das ist halt so eine richtig coole Tasche, die du halt so hochklappen, aufklappen kannst. Finde ich mega geil. Also das gefällt mir extrem gut. Und ja, ne? Finde ich klasse. Kann man gut zum Verreisen nehmen. Und ich starte mal mit dem ersten Produkt, was hier relativ groß drin ist. Und zwar ist das von Michalski Berlin Sunshine Eau de Parfum Woman. Das ist total toll. Ich hatte das letztens tatsächlich schon bekommen. Deswegen ist dieses Produkt eins von den Produkten, was in die Verlosung geht. Da man natürlich die Tasche, ich konnte reingucken, deswegen habe ich es gesehen. Ich habe es hier schon stehen. War das ein Reim? Ich weiß es nicht. Ja, Michalski Berlin Sunshine. Genau, das habe ich hier. Und das habe ich tatsächlich heute Morgen auch aufgetragen. Ich musste echt lachen, als eben die Post klingelte. DHL. Ich lege mal nochmal nach. Es ist so ein geiler Duft. Der ist so Sommer. Der riecht so ein bisschen nach Sonnencreme, nach ein sonniger Tag über Tag. Also jetzt nicht so als Abendparfum, dafür würde ich den eher weniger nehmen, weil dafür ist er irgendwie zu süßlich und zu Sonnencreme-mäßig vom Duft her. Hat aber, also der ist floral, der ist leicht, leicht süß, aber ich finde den richtig toll. Und deswegen geht der auch mit in die Verlosung, weil ich den halt schon da habe und den echt gut finde. Ich kann den wirklich empfehlen. Mega geil. Also das finde ich toll, dass der mit dabei ist und passt auf jeden Fall in eine Summerbag. Denn diese Bag kann man theoretisch ja auch mitnehmen, um sich den perfekten Sommertag zu machen. Das finde ich eine ganz gute Idee. Wir haben hier auch noch einen Monolidschatten von The Balm mit dabei. Petal to the Metal Vava Vroom Cream Eyeshadow. Ich bin kein Fan von Monolidschatten. Da sind jetzt 1,2 Gramm drin enthalten. Aber ich mache ja immer mein Fullface Beauty Boxen und da wird er mal auch mit reinkommen. Und dann werde ich den einfach mal mit euch zusammen austesten. Warum eigentlich nicht? Ne? Ich mache ja immer so einen großen Bogen um solche Produkte drumherum, weil ich nicht so gerne Monos mag. Ja, aber der vielleicht... Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, was noch alles so an Beautyboxen bei mir einziehen wird diesen Monat. Und vielleicht habe ich keinen Lidschatten, dann nehme ich den auf jeden Fall zur Hand. Ist eine interessante Farbe, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Hat das eine Farbbezeichnung? Weiß ich nicht. Das ist so ein, dunkelbraun, leicht schimmernd, metallisch sieht das auch aus, ne? Also Schimmerpartikel sind auf jeden Fall am Start.
Shift into Overdrive. 1,2 Gramm. Keine Ahnung. The Bomb war ja mal mega im Hype. Sind die ja irgendwie nicht mehr so wirklich, ne? Also das ist ja alles in Ausverkauf gegangen, auch bei Müller und so. Und ja, voll schade eigentlich, weil ich erinnere mich nur an die Bronzer und an die Highlighter, an die Blushes. Die waren ja total gehypt und auf einmal Ciao Kakao, ne? Ist irgendwie komisch. So, das nächste, was wir mit dabei haben, ist, und das ist sehr selten in Beautyboxen mit drin enthalten, passt aber sehr gut, weil das universell ist, und zwar von Cernd Luxe ein Brow Gel mit 5,8 Millilitern. Weil wenn das ein transparentes Augenbrauengel ist, ist es schnurzepiep egal, welche Haarfarbe man hat, kann jeder verwenden. Das finde ich toll. Das finde ich echt cool. So, dann gucken wir mal. Ja, clear ist es tatsächlich. Das finde ich praktisch, ne? Und wenn man so sich so einen Strandlook macht, da brauchst du auch nicht viel. Da machst du dir einen Monolidschatten oder einen schnellen Look drauf. Ich habe heute auch nicht viel auf dem Auge. Ich habe tatsächlich nur mir so ein Gelb in die Lidfalte gegeben, dann so ein Gold hier so innen drin nach außen hin, so ein bisschen Grünschimmer und ein bisschen Grün in der Lidfalte und unten drunter. Nichts Verrücktes. Das ist ein 5-Minuten-Look gewesen, den ich mit der Anastasia Beverly Hills Norvinia Riesenvieh-Palette geschminkt habe, die jetzt irgendwo auf meinem Schminktisch ist und ich finde sie gerade nicht. Aber total cool. Und deswegen, ja, kannst du auf jeden Fall dann gut verwenden, ne? Und wenn das auch wirklich die Augenbrauen gut festtackert, wieso nicht? Machst du dir so ein bisschen Fluffy-Look, fertig ist die Laube. Finde ich ganz cool. Und das kommt auch in meinen Full-Face-Beauty-Box mit rein. Heute noch das Video dazu geschnitten. Ist immer so das aufwendigste Video des Monats, sage ich mal, ne? Wenn ich das mache. Und ja, ist aber immer schön, wenn man dann damit fertig ist. Natürlich brauchen wir auch Pflege und das finde ich ganz cool. Von Nip & Fab haben wir einen Vitamin C Scrub Fix. 75 Milliliter, das dürfte eine Full Size sein. Ja, das ist einfach ein Vitamin C Peeling fürs Gesicht. Dürfte dann so eine Art Fruchtsäure-Peeling sein. Ist ja total in zur Zeit. Nip & Fab ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke, die man auch so in den Look Fantastic Boxen drin hatte, schon öfters im Glossybox, im Glossybox Adventskalender und so weiter, daher kenne ich die Marke. Ich habe, glaube ich, in meinem allerersten Glossybox Adventskalender dieses Dragon Serum Plumping Rampampam drin gehabt und fand das ziemlich cool. Seitdem ist die Marke in meinem Kopf hängen geblieben und auch ein Stück weit in meinem Herzen. Und hier steht drin, ein belebendes Peeling für strahlende Haut mit Vitamin C und Vitamin E, um die Haut wirksam zu reinigen und zu peelen und zu erneuern. Vitamin C verringert das Erscheinungsbild von Fältchen und Falten. Danke. Kokosnussöl, okay, mag ich nicht so gerne, aber ich glaube, da riechst du nicht so viel von, pflegt die Haut und sorgt für ein samtweiches Hautgefühl. Kaffeesamen-Extrakte, haben sie mich wieder, belebt die Haut und schenkt ihr neue Energie. Mit Anwendung. Auf die feuchte Haut auftragen und sanft einmassieren, dabei die Augenpartie vermeiden, okay, mit lauwarmem Wasser abspülen. Also ich mache das ganz gerne tatsächlich dienstags und freitags immer einfach unter der Dusche. Da mache ich mir mein Gesichtspeeling, mein Körperpeeling, Haarmaske und so ein Kram, ne, und dann wird das auf jeden Fall mit unter die Dusche kommen. Und das ist dann auch, ja, so ein Säurepeeling. Dann hast du halt keine richtigen Peeling-Partikel da wahrscheinlich drin. Sondern halt wirklich nur das, da hatte ich ja immer Angst vor, ne? Ah, kommt jetzt nicht raus. Ne, kommt leider nicht raus. Ist dann wohl noch richtig verschlossen. Und dann muss ich erstmal das aufbrauchen, was noch bei mir unter der Dusche steht. Das habe ich von der lieben Alina Jasmin ja zugeschickt bekommen. Und das ist übrigens auch sehr cool. Das ist aber kein Säurepeeling. Genau. So, Säurepeeling sollte man übrigens maximal 2-mal die Woche machen, habe ich gelernt. Genau. Ich weiß, es triggert manches, tut mir leid. Dann habe ich hier von, das habe ich heute auch noch in meinen Kommentaren gelesen, man sagt nicht Aieko, sondern Aiko. Okay, danke, liebe Sandra. Finde ich aber cool, wenn ihr mir das so sagt, weil ich weiß es nicht, ne? Ich sage das immer so besten Wissens und Gewissens und wie könnte man das gegebenenfalls aussprechen, aber Aiko kommt auf jeden Fall sinnvoller daher. Das ist die Beach Waterproof Mascara The K and Volume Black. Ich mag zwar nicht so gerne wasserfeste Mascaren, aber vielleicht ist das die Art von wasserfester Mascara, die sich auch vernünftig abschminken lässt. Denn wenn ich halt so wasserfeste Mascaren habe, wo du nachher so ganz trockene Wimpern hast, da fehlt einem die Wimpernpflege halt enorm, ne? Und das ist halt auch mein kleines Geheimnis, dass ich theoretisch keine wasserfesten Mascaren und so einen Kram verwende und meine Augen wirklich ganz sanft abschminke mit einem Abschminkbaum. Und danach halt mit einem Cleanser über mein Gesicht auch drüber gehe. Und die sieht natürlich auch super passend aus. Also das passt so dermaßen jetzt zum Strandtaschenthema, zum Sommerthema. Beach, waterproof, läuft bei ihr. Finde ich echt schön. Auch dieses, ne, mag ich gerne leiden. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Bürstchen ist. Ja, hier haben wir so ein erdnussförmiges Kunsthaarbürstchen mit relativ pieksig aussehenden, aber recht kurzen Borsten. Da muss ich mal gucken.
riecht auch recht zurückhaltend. Also das geht auch noch. Manche riechen ja wirklich so mega bam. Und ja, da kriegst du ja echt zu viel, selbst wenn du es an den Augen aufträgst. Ne? Man riecht es und boah, fällt man fast um. Nee, das finde ich cool. So, dann kommen wir weiter zu ein bisschen Pflege. Ich mache hier so ne, Hin- und Herhüpferei. Love Me Green, Certified Organic Anti-Aging Night Cream. Das ist eine Probegröße. Hatte ich auch schon öfters mal in Adventskalendern die Marke, glaube ich, mit drin. Ne? 15 Milliliter sind hier enthalten und das sieht doch schon mal sehr charmant aus. Also auch diese ganze Thema, die ganze Thematik mit organischen Geschichten und hier, keine Ahnung, vegan, cruelty-free und so, das ist ja auch mega wichtig und deswegen finde ich es cool, dass wir auch sowas dabei haben. Anti-Age ist auch ganz nett. Man muss halt immer bedenken, Glossybox ist jetzt nicht unbedingt an die super jungen Mädels gerichtet, sondern halt so an die Frauen, die tatsächlich auch so in meinem Alter sind, plus. Ne? Also ja, ich sag mal so ab Mitte 20 steigt man von Glossybox Girls oder Glossybox Young um auf Glossybox Normal oder ab 18, ich weiß es nicht, weil du hast dann halt auch öfters mal so Anti-Aging-Produkte drin oder halt wie zum Beispiel dieses Vitamin-C-Peeling, das ist ja nicht unbedingt was für junge Mädels, ne? Und genau, da hast du halt öfters mal Anti-Aging, aber finde ich persönlich eigentlich ganz gut, ne? Deswegen, weil ich sowas verwende, deswegen freue ich mich, yay! Genau, okay, ja, das finde ich auf jeden Fall nett, gefällt mir. Ich weiß nicht, womit das sein soll, warum das so toll sein soll. Mit Gatuline. Hm, kenne ich nicht. Gatuline verhindert durch seine muskelentspannende Wirkung die Neubildung von Falten und strafft die Haut zusätzlich, während das Granatapfelöl die Regeneration anregt. Okay, das ist quasi wie natürliches Botox. Das ist ja krass, ne? Gatuline, noch nie gehört. Oder Gatuline. Okay, hier habe ich jetzt noch einen Primer mit drin und den trage ich tatsächlich gerade drunter, weil ich hatte mir die Glossybox Bundles bestellt. Das Video wird noch online kommen und sollte eigentlich heute kommen, habe ich dann jetzt quasi wegen diesem Video verschoben. Ja, das ist der Illuminating Primer Lichtschutzfaktor 15 und wie gesagt, den habe ich heute schon verwendet. Den habe ich auch schon bei meinem Fullface Beauty Boxen verwendet, was dann demnächst mal kommen wird. Das Problem, was ich erst damit hatte, ist, dass ich den nicht rausgepumpt bekommen habe, habe dann aber herausgefunden, dass der Primer an sich relativ dick ist. Dann habe ich mir das einfach mal aufgeschraubt, habe da ein bisschen mit diesem Prömpel da drin rumgewühlt, sodass dann auch das Produkt unten war, weil unten war eine Luftblase bei mir. Und dann hat er das auch hochgepumpt. Aber mein Kopf ist ein bisschen anders. Also den ich halt in einer anderen drin hatte, in einer ausländischen Variante, ich glaube französischen, ist dieser Kopf und der ist jetzt hier mit drin. Vielleicht haben die den auch überarbeitet. Aber da ich den auf jeden Fall schon da habe und ne, ich finde den gut. Beim Fullface Beauty Boxen hat er mir nicht so gut gefallen, weil ich meine Haut im Vorfeld schon mit anderen Produkten. Aber das guckt euch das Fullface dann demnächst mal an. Ne? Falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet und das nicht verpassen wollt, hier unten wäre der Button dazu. Einfach draufklicken. Ja, genau. Finde ich aber ganz nice und deswegen, das kommt auch mit in die Verlosung mit rein. Und ihr seht ja, wie der Primer jetzt so aussieht. Ich habe den schon vor einer Weile aufgetragen. Darüber habe ich meinen Nabla Skin Realist wieder drüber gegeben. Den habe ich ja von Purish und auch da Claudis Welt 15% Rabatt, ne, weißt du Bescheid, Affiliate-Rabattcode und so. Genau, ja, ja. Labarababaram, okay, dann habe ich hier noch etwas mit dabei von Muti, Purifying Gel Cleanser, Clean, 5 Milliliter, Purifying Gel Cleanser, okay, ne, mein Handy vibriert. Der ist aber klein, ist ein kleines Pröbchen, ne, weiß ich nicht, was soll der, da steht nicht drauf, was, also ist einfach nur ein Gel Cleanser, was soll der denn machen? Muti, da steht da. Setze im Sommer auf cleane, milde und dennoch intensive Hautreinigung. Dieser vegane Cleanser verzichtet auf austrocknende Alkohole. Oh, da werden sich die Frauen freuen oder die Menschen freuen, die zum Beispiel so Rosacea oder sowas haben. Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da kein Alkohol mit dabei ist. Da denke ich zum Beispiel jetzt mittlerweile echt an eine Freundin von mir. Vielleicht gebe ich ihr den sogar. Oder starke Tenside, also hat er nicht dabei, ne? Und schont damit den Säureschutzmantel deiner Haut, ohne sie zusätzlich auszutrocknen. Der einzigartige Peptidkomplex hilft dabei, abgestorbene Hautschüppchen, Talg und Make-up gründlich zu entfernen. Die aktiven Enzyme des Komplexes intensivieren die Reinigung und versorgen deine Haut gezielt mit Feuchtigkeit. Ohne Parabene, Paraffine, Silikone, PEGs, tierische Inhalts- und Duftstoffe sowie Mineralöle. Das finde ich ja auch schön, ne? Schön, kann man mal ausprobieren. Wieso eigentlich nicht? Muti. Okay, hier haben wir etwas dabei. Das passt jetzt zum Sommer. Kann man nicht anders sagen, aber ich verwende sowas nicht, weil ich ja von Beauty Mates meine, meinen Selbstbräuner Booster habe, den ich mir sowohl in meine Gesichtstagescreme oder, ne,
ja, eher in die Tagescreme als in die Nachtcreme mit einmische. Oder ich verwende das tatsächlich auch mit in meiner Bodylotion für meine Beine und meine Füße. Hört sich merkwürdig an, ist aber so, weil meine Beine sind einfach so kalkweiß, die werden nicht braun. Und bevor ich mir dann irgendwie einen selbstbräuner Mousse auftrage, habe ich mir gedacht, komm, probiere ich das mal aus. Und das hat so gut funktioniert, gefällt mir richtig gut. Und hier haben wir ein Glow Boosting Vitamin C und D Fee Bronzing Water Mist Aqua Brühe Proxanto. Ja, läuft. Self-Tan Purity Vitamins. Ich glaube, das ist fürs Gesicht, oder? Glowing Tan, Instant Feel, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall dieses Produkt. Und ich glaube, das ist ein Spray fürs Gesicht. 100% clean, vegan, vegan friendly, natural tanning active. Wie viel ist denn da drin? Steht nicht, wie viel Milliliter. Doch, da, 35 Milliliter. Sommerbräune geht jetzt immer, überall und super leicht. Das funktioniert dank dieses Selbstbräuners mit konzentrierter Vitaminpower zum Aufsprühen. Die einzigartige Mischung dieses Body Mists aus 95% natürlicher Inhaltsstoffe sowie dem Sunshine-Komplex simuliert die Wirkung von Sonnenlicht und regt so die Vitamin-D-Produktion an. Ganz ohne UV-Strahlung. Zusätzlich spenden Hyaluronsäure und Vitamin C Feuchtigkeit, schützen deine Haut und sorgen für einen strahlenden goldenen Glow, der tagelang hält und gleichmäßig verblasst. Nee, das machst du tatsächlich überall. Also auf Gesicht und Körper. Also hier steht's, ne? Trockene Stellen peelen, mit Lieblingscreme pflegen, auf den ganzen Körper oder ins Gesicht sprühen und mit deinem Handschuh oder sauberen Make-up-Pinsel gleichmäßig verteilen. Das ist aber krass, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Jo. Vielleicht kommt das auch mit der 10 die Verlosung. Ich weiß es noch nicht, Leute. Wir lassen uns mal überraschen. Dann haben wir hier noch zwei kleine Mini-Nix-Produkte drin. Aber da habe ich eben schon was gelesen. Da ist nämlich hier so ein kleiner Vermerk. Da gucke ich doch mal schnell drauf. Freu dich entweder auf eine Soft Matte Metallic Lip Cream beziehungsweise eine Soft Matte Lip Cream oder auf zwei Soft Matte Lip Cream Mini für dich und deinen Lieblingsmenschen. Das finde ich natürlich auch total charmant. Haben wir direkt zwei drin, wenn wir die Mini-Variante haben. Oder du hast halt eine Full-Size drin. Das finde ich schon sehr charmant gelöst, ne? Und hier habe ich dann diese beiden Schätzeleins mit dabei. Das ist eine wirklich sehr neutrale, tragbare Farbe. Tokio. Und auf der anderen Seite haben wir Kopenhagen. Das ist halt so ein richtig dunkler Ton für die Lippe, ne? Mega, mega geil. Und ja. Da habe ich auch schon die ein oder andere von, aber die beiden kommen jetzt auch in mein Full-Face-Schminki mit rein, dann werden die mal ausprobiert. Und ich finde auch so eine richtig dunkle Farbe ist so dieser Night-Look, wenn du dann abends feiern gehst oder so. Und so eine helle Farbe ist dann eher so dieser Day-Look, dass man das über Tag trägt, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen subtiler und abends können wir es krachen lassen. Finde ich schön und das ist eine schöne Auswahl, haben sie toll gemacht. Daumen hoch von mir. Einen habe ich hier noch, neben dieser mega geilen Tasche, die man safe ja auch noch weiterverwenden kann. Ne? Und zwar ist es ein Schmuckstück. Das ist hier nochmal in Luftpolsterfolie eingeschlagen. Gucken wir uns das mal an. Und da haben wir etwas von Six drin. Hello Summer. Och, das ist ja süß. Das ist ein Fußkettchen. Och, das finde ich süß. Ne? Ich habe ja schon ein goldenes Fußkettchen und jetzt habe ich auch noch ein silbernes. Passt perfekt, je nachdem, was für Schuhwerk man so trägt. Och, das mag ich leiden. Ich habe ja immer relativ, ja, alles bei mir ist immer ein bisschen größer. Also ich bin 1,73 groß. Das ist jetzt nicht so mega überdimensioniert, aber in Relation zu meinen Freundinnen zum Beispiel bin ich schon sehr, sehr, sehr groß. Ich trage dann auch gerne mal hohe Schuhe und so. Kann ich sowieso allen auf den Kopf spucken. Und dann habe ich ja auch relativ große Hände, große Füße. Und ja, meine Handgelenke und Fußgelenke sind ja auch nicht mehr, sind nicht mehr die jüngsten, nein, sind nicht die dünnsten oder die schmalsten. Das hat ja nichts, das hat ja mit, ja, womit hat das zu tun, Claudia? Ja, es hat nochmal Knochenbau zu tun, aber in Relation zu meiner Familie bin ich tatsächlich ein Zwerg. Ist krass, ne? Ja, man mag es kaum glauben. Ja, genau, werde ich mir das mal anlegen. Das ist voll süß. Wir haben hier an diesem Silbervieh, an diesem Silberkettchen, nämlich ganz viele kleine Herzchen, die so aneinandergereiht sind. Dann haben wir eine schwarze Kette drumherum und dann auch noch so ein Herzchen-Anhänger, der auf der einen Seite auch so richtig schön schwarz so von innen ist. Und auf der anderen Seite ist der quasi einfach nur Silber. Dann gucke ich mal, wie das funktioniert. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wer keine Füße sehen kann, sollte gleich umstellen. Und ja, ich war eben mit Sammy spazieren. Ich hatte nur Flipflops an und wir waren im Wald. Also, ne, weißt du Bescheid? Es ist nicht mehr ganz so fein hier mit der Sauberkeit.
Wer ahnt denn, dass hier ein Fußkettchen drin ist? Okay, es ist schwierig, dass ich mir das umlege. Bin ich ehrlich? Ja. Es ist das vorvorletzte Loch. Das ist schon relativ eng. Mir wurde schon gesagt, Claudia, ich bin erstaunt darüber, wie gelenkig du bist. Das bin ich auch manchmal, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, hier haben wir ein Haar. Wundervoll. Das Fußkettchen am Fuß dran. Finde ich ganz schick, ne? Also könnte für mich tatsächlich oder für mein Bedürfnis hätte das vielleicht ein bisschen breiter sein können. Ein bisschen, ne, mehr Umfang haben können, damit man halt ein bisschen besser rumkommt. Ich habe jetzt hier auch kein Maßband liegen, aber Leute, glaubt mir, meine Füße, meine Knöchel sind nicht schmal. Ich kriege sie durch viele Skinny Jeans zum Beispiel nicht durch. So, das war jetzt hier die Glossy Box Summer Bag. Ich fand die cool, wenn man bedenkt, man zahlt 35 Euro dafür. Also ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, jetzt noch eben schnell ein Abo abzuschließen. Zwei Gutscheincodes. Sucht euch gerne einen aus, je nachdem, welcher dann euch der für euch am besten passend ist. Das ist einmal der Code Freunde werben Freunde. Also eine gibt 20% und einer gibt 5 Euro, steige ich nicht durch. Und der andere ist halt der Rabattcode, der für die... Wer bin ich denn überhaupt? Kooperationspartnerin ist, genau. Ihr Lieben, das war's. Mir hat's gefallen. Ich freue mich drauf, die Produkte in meinem Full-Face-Schminki zu verwenden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!